Ich bin Merle und ich bin im dritten Lehrjahr als Azubi bei Mollenhauer für Holzfassinstrumentenbau und ich erzähle euch heute etwas über meine Ausbildung. Hat sehr viel auch mit meiner Familie zu tun. Ich komme aus einer Musikerfamilie und habe dadurch halt als kleines Kind Blockflöte gelernt. Bin irgendwie da hängen geblieben, weil es halt ein tolles Instrument ist. Und meine Großeltern haben damals, als es hieß, dass ich meine erste Holzflöte bekommen soll, entschieden, dass es eine Mollenhauer werden soll. Ich wollte als Kind eh immer irgendwas mit Handwerk machen. Damit war es immer so ein bisschen ein Traumberuf. Und ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren zwischendurch und dann habe ich durch Zufall gelesen, dass Mollenhauer tatsächlich einen Auszubildenden sucht und habe mich einfach mal beworben, wurde eingeladen und habe kurze Zeit später die Zusage bekommen. Und dadurch bin ich jetzt hier. Ich liebe die Vielfalt. Es ist im Gegensatz zu vielen Handwerken nicht auf einen einzigen Werkstoff bezogen. Das heißt, wir arbeiten mit Holz, mit Metall, auch mal mit Naturstoffen wie Kork oder Filz. Und auch die Arbeitsschritte sind einfach sehr vielfältig. Und mir war es wichtig, einen Beruf zu machen, bei dem ich nicht die gesamte Zeit das Gleiche tue. Und das erfüllt dieser Beruf in allen Aspekten. Vom Ausbildungsplan her ist es so strukturiert, dass ich von Anfang an immer wieder in allen Abteilungen bin. Am Anfang immer für ein, zwei Tage, um einfach mal jeden kennenzulernen, um alle Arbeitsbereiche kennenzulernen. Und später dann für längere Zeitabschnitte, damit ich auch intensiver die Arbeitsschritte kennenlernen kann. Die Schule ist eigentlich super schön. Wir haben in der Schule einen eigenen Zweig für Instrumentenbau mit Orgelbau, Klavierbau und Blasinstrumentenbau. Und in meinem Jahr sind wir 8 Leute in der Klasse. Es ist natürlich eine sehr kleine Klasse und wir sind aus ganz Deutschland. Das heißt, wir haben Blechblas- und Holzblasinstrumentenmacher gemischt in dieser Klasse drin. Vertreten ist halt Klarinettenbau, Saxophonbau, Trompeten- und Hornbau als Beispiele. Ja, es ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, dass wir am Ende der Ausbildung die Instrumente auch spielen können. Bei mir ist es jetzt aufbauender Unterricht, dadurch, dass ich mit 5 damals angefangen habe. Aber auch Auszubildende, die vorher noch nie Flöte gespielt haben, bekommen die Möglichkeit, im Unterricht das Instrument kennenzulernen und auch das Spielen zu erlernen. Und das findet genau einmal die Woche normalerweise statt. Bei einer Kollegin von mir. Habt auf jeden Fall keine Angst, euch zu bewerben, nur weil ihr euch mit dem Instrument nicht auskennt. Ein Interesse für das Handwerk ist eigentlich ein Grund genug, sich mal zu bewerben und zu schauen, ob es vielleicht etwas für euch sein kann. Bewerben könnt ihr euch in unserem Bewerbungsformular, das findet ihr unten in dem Link.